du möchtest, wenn du Kosmetikerin bist, einen Tipp, der nichts kostet, der aber ein echter Gamechanger ist, dann bleib dran. Wenn du Kosmetikerin bist, kriegst du von mir jetzt einen Tipp, der kostet dich keinen Cent. Der kostet dich nur eines: Bewusstsein. Und wenn du diesen mal in dein Bewusstsein eindringen lässt, wenn dir mal klar wird, was dieser Tipp ausmacht, dann wirst du merken, boah, den hätte ich ja viel öfters einsetzen können, weil es ein echter Booster für dein Geschäft ist und weil das dich, du bekommst dadurch mehr Empfehlungen, du kannst dadurch mehr verkaufen, du hast dadurch mehr Leichtigkeit und die Kundin geht noch begeisterter raus. Interessiert? Okay. Es ist im Endeffekt eins: dein Lächeln, dein Strahlen, deine Empathie und dass du die Dinge, die du tust, von Herzen machst. Und das ist was, was Kosmetikerin ja auch ausmacht. Ja, und oftmals geht in der Arbeit des Tages, ich weiß, ihr habt viel zu tun, aber geht es komplett verloren. Vielleicht hast du es frühest noch, weil du gut drauf bist, weil du sagst, hey, ich freue mich auf meine Arbeit und gehst pfeifend auf die Arbeit und freust dich. Aber dann spätestens dann am Mittag geht die Energie zu Ende und dann ist das Mundwinkelchen dann nicht mehr so weit oben. Und eigentlich schade, weil die Kundin hat sich ja auch 2 Stunden Zeit genommen, zu dir zu kommen oder je nachdem, was für ein Termin es ist, und erfährt vielleicht nicht mehr so diese Freundlichkeit wie an dem Morgen und vielleicht an dem Montag, wer weiß, ja. Aber das ist ein Game Changer. Das ist dir vielleicht noch gar nicht bewusst, aber Freundlichkeit ist was, was es so selten gibt, wenn du einkaufen gehst. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Woche schon mal einkaufen warst, dann acht bitte mal drauf. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwo in einem Lokal warst, wo du besonders nett bedient worden bist und wo du raus bist und sagst, boah, das war toll, das Essen war mega und der Service ist klasse. Mann, die war so freundlich. Man erwähnt diese Selbstverständlichkeit sogar, ja, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, ja, dass Menschen so freundlich sind, auf dich zugehen, vielleicht mal eine Meile extra gehen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas, wo ich, und ich achte da ja schon immer drauf, weil ich bin jemand, ich gehe in den Laden rein und ich kriege so einen Hals, wenn ich eine Verkäuferin habe, die nur ankommt und sagt, kann ich Ihnen was helfen? Ich sage, nee, ich will mich mal ein bisschen umschauen und dann weg ist forever und gar nicht sieht, dass ich doch dann sage, Mensch, darf ich Ihnen vielleicht doch was helfen? Ich sehe, Sie suchen ja. Ne? Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie es mir sagen, was Sie suchen, kann ich Ihnen zumindest mal die Ecke zeigen, wo Sie es finden. Und dann kann ich sagen, ja, Mensch, ich suche so eine Pullover für das und das und schon bist du im Gespräch. Und das passiert doch in der Kosmetik genauso. Ja, wenn man sagt, ne, da auch noch mal ein bisschen mehr Zeit nimmt. Das ist ja so wichtig, dass wenn du verkaufen willst, ist der Zeitfaktor ja oftmals das, was uns Druck macht. Ja, wo man sagt, oh, ich muss fertig werden jetzt. Oh, jetzt fragt die mich noch was, ganz blöd. Ja, oder, oh, jetzt ruft die an. Ne? Mann, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe so einen Stress und dann kriegst du natürlich dann hier selber schon die Zornesfalte. Du hast natürlich die Möglichkeiten, die wegzumachen mit deinen tollen Geräten. Aber darum geht es ja gar nicht jetzt da, ja, sondern es geht darum, dass dir klar wird, dass dein Umsatz steigt, je freundlicher du bist. Das meine ich aber jetzt nicht so dieses Ausnutzen lassen, was ja dann auch bei den überfreundlichen, ganz lieben Kosmetikerinnen wieder ist, sondern man muss auch schon ein bisschen die Balance finden zwischen freundlich und fest. Wenn man auch mal der Kundin ein bisschen was sagen muss, weil sie ja vielleicht einen Termin nicht eingehalten hat oder weil sie schon wieder zu spät gekommen ist oder. Aber das kann man immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, also deswegen schaut einfach mal, ob ihr vielleicht für euch mal überall so ein paar Smileys anpinnt, dass ihr so ein bisschen, ja, weil Lächeln ist einfach was Schönes, kostet euch keinen Cent, bringt euch aber wirklich Geld, das kann ich euch sagen, bringt euch zufriedene Kunden, bringt euch Weiterempfehlungen und wird so oft vergessen. Ja, also deswegen einfach Leichtigkeit, Freude, Strahlen, bringt es wieder ein bisschen mehr in die Welt. Gerade jetzt, es wird gebraucht. Ich weiß, du brauchst es auch, aber wer im Geschäft steht, der muss es einfach geben in dem Moment und du bekommst es sicherlich woanders zurück. Das ist immer, man nennt das Karma. Also von daher, lächle in die Welt und das Leben schaut zu und lächelt zurück. Und von daher wünsche ich dir eine schöne, strahlende, lächelnde Woche, viele strahlende und lächelnde Kunden. Und verbleibe mit diesem kleinen Tipp, was jetzt wirklich nicht lange gedauert hat, aber unfassbar wichtig ist. Wie gesagt, es kann ein Booster für dein Geschäft sein. Schau auf deine Mitarbeiter mal, wie oft die lächeln.
Und ja, falls dir das Video gefallen hat, kannst du mir wie immer gerne ein Like schenken, den Kanal abonnieren, in meine Gruppe kommen auf Facebook Weiterbildung für Kosmetikerin oder wenn du möchtest, auch gerne mal mit uns telefonieren. Ein Button findest du jetzt hier auch eben in der Beschreibung. Dann freue ich mich, von dir zu hören. Freue mich, wenn du den kleinen Tipp umsetzt. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Schöne Woche, deine Birgit. Thank you.